bist wahrscheinlich nicht so glücklich, wie du gerne wärst. Sonst würdest du nicht auf dieses Video schauen. Und es gibt heutzutage, interessanterweise, klare wissenschaftliche Beweise dafür, was uns glücklich macht. Nur ist darüber in den, ich drücke mal aus, Mainstream-Medien kaum geredet. Und deshalb möchte ich heute mit dir ganz klar auf den Punkt gebracht 5 Dinge mit dir teilen, die du sofort umsetzen kannst, die dich sofort glücklicher machen, die du jetzt umsetzen kannst. Und damit erstmal herzlich willkommen, Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ohne lange drum herum zu reden, reden wir über die 5 Sachen. Und zwar zuallererst einmal Präsenz. Es ist bewiesen, dass wenn du in den Moment gehst, und zwar aus deinem Kopf hinaus, in den aktuellen Moment, glücklicher bist. Weil diese innere Stimme hier oben, der Quatschi, der die ganze Zeit am Rum kritisieren ist und die ganze Zeit Sachen finden will, die nicht so gut sind, abgestellt wird. Und wenn du jetzt dich fragst, naja, was heißt präsent sein, was heißt im Moment sein, wie schaffe ich das? Das heißt im Endeffekt, aus dem Kopf rauszukommen und im aktuellen Moment zu leben. Und ich gebe dir dafür mal ganz kurz 1-2 Übungen mit. Achte einfach mal auf 3 Sachen in deiner Umgebung, die du noch nicht bemerkt hast. Oder mache 5 bewusste, tiefe Atemzüge. Und schon merkst du, oh, ich bin auf einmal mehr im Moment. Ich bin auf einmal nicht mehr so in Gedanken verloren. Denn nur wenn wir in Gedanken die ganze Zeit verloren sind, dann kommen wir auf einmal in so ein negatives Gedankenkarussell und unsere positiven Emotionen gehen voll den Bach runter. Voll den Bach runter. Nummer 2, mein persönlicher Favorit, und zwar Dankbarkeit. Dankbarkeit. Es gibt ein wunderbares Zitat von Tony Robbins. Change expectation for appreciation. Das heißt, tausch deine Erwartung aus und ersetze sie mit Dankbarkeit für etwas, was du wertschätzt. Und ich fordere dich raus, finde jetzt mal 3 Sachen in deinem Leben, für die du wirklich, wirklich dankbar bist. Allein durch diesen kleinen Fokus, diese kleine Fokusänderung, wirst du dich sehr viel besser fühlen. Denn dein Fokus geht weg von den Dingen, welche dir anscheinend fehlen. Und naja, da fokussieren wir sie alle sehr gerne drauf. Plus, es wird uns ja auch durch Marketing und größere Business sehr gerne verkauft. Hey, das fehlt dir, das fehlt dir, das fehlt dir. Ändere deinen Fokus hin zu den Sachen, welchen du in deinem Leben hast, welche, wofür du wirklich dankbar bist. Denn wenn du dankbar bist, kannst du nicht gleichzeitig wütend sein oder traurig oder sauer oder angepisst oder was auch immer. Fokussiere dich auf 3 Sachen, für die du dankbar bist. Und damit kommen wir auch, wo ich schon die 3 mache, zur 3. Sache, und zwar Freunde. Es ist bewiesen, dass enge soziale Beziehungen uns enorm glücklich machen. Denn sie geben uns zum einen Halt und zum anderen, wir sind soziale Wesen. Wir wollen das, was hier oben in uns vorgeht und noch viel wichtiger, das, was hier im Herzen in uns vorgeht, mit anderen Menschen teilen. Denn erinnere dich doch mal zurück, wo du vor wirklich einer großen Herausforderung standest oder vor einer, nicht so optimalen Situation und du warst fast schon überfordert. Du warst überfordert, wusstest nicht, wohin mit deinen Gedanken, wohin mit deinen Emotionen und dann verbringst du 1-2 Stunden Zeit mit guten Freunden und danach erscheinen die Probleme so machbar, so klein, so unscheinbar. Und du wunderst dich, warum habe ich mich denn vorher so aufgeregt? Du hast Zeit mit Freunden verbracht. Und genau dadurch wirst du glücklicher. Hast du bewiesen, je mehr enge Beziehungen du hast, oder je tiefere enge Beziehungen du hast, desto besser geht es dir. Das heißt, ruf heute einen Freund an. Verbring Zeit mit einem guten Freund. Unbedingt. Es wird deinen Tag und deine Emotionen 1000-mal besser machen als vorher. Kommt zum 4. Tipp, und zwar verlass deine Komfortzone. Wenn du persönlich wächst, dann bist du glücklich. Und ich weiß, es ist nicht immer so einfach, den inneren Widerstand zu überwinden, das zu tun, was uns Angst macht, das zu tun, was uns herausfordert, das zu tun, wo wir einen inneren Schweinehund überwinden müssen. Doch wie hast du dich das letzte Mal gefühlt, als du deinen inneren Schweinehund überwunden hast? Wie hast du dich das letzte Mal gefühlt, als du dich einer großen Herausforderung gestellt hast? Siehst du? Genau. Wie hast du dich das letzte Mal gefühlt, als du irgendetwas angefangen hast, etwas durchgezogen hast, was du seit Wochen, vielleicht Monaten vor dir hergeschoben hast und du hast es endlich erledigt? Ziemlich gut, nicht wahr? Das heißt, geh aus deiner eigenen Komfortzone raus. Fordere dich selber heraus, denn wir Menschen können es emotional nicht ab, die ganze Zeit in unserer Komfortzone zu bleiben. Wir sterben emotional, wir sterben innerlich, wir fühlen uns auf gut Deutsch einfach nur scheiße. Es ist langweilig, es ist unglaublich langweilig. Das heißt, fordere dich selber heraus und überwinde deinen inneren Widerstand, deinen inneren Schweinehund. Das ist eine der sichersten und schnellsten Methoden, um nicht nur persönlich zu wachsen, das heißt eine stärkere Persönlichkeit zu werden, mehr Selbstvertrauen aufzubauen, sondern um glücklich zu werden.
wirklich erfüllt zu werden. Ich meine damit nicht dieses kurze von wegen, ha, ich habe etwas Geiles gegessen, ich fühle mich ganz gut. Nein, sondern wirklich ein, ich fühle mich gut über mich selber glücklich sein. Und kommen wir zum fünften Punkt, auch einer meiner persönlichen Favoriten. Und zwar lerne es, deinem Herz zu folgen. Häufig ist eine Diskrepanz oder ein Konflikt zwischen dem hier und dem hier da. Das rein rational Option A besser erscheint, aber unser Herz zieht uns zu Option B. Und die Gesellschaft sagt uns vielleicht, hey, geh Option, nimm Option A, das ist sicher, das ist viel besser, das, da machst du mehr Geld, das ist rational, das ist klüger. Doch dein Herz sagt, ich finde aber Option B so geil. Und wenn du es lernst, darauf zu hören und nicht alles rational zu, nehmen wir es mal, berechnen, sondern deinem Herz zu folgen, das, wo es dich wirklich hinzieht, wo dein Bauchgefühl dich hinzieht, wo deine Leidenschaft dich hinzieht, deine Neugier, das ist eigentlich das Wichtigste, da, wo dich deine Neugier hinzieht. Und hör dir doch mal das Wort genau an. Du hast eine Gier nach Neuem. Neugier. Denn das Alte langweilig, das Bekannte, das Sichere ist, du kennst es schon. Du hast Neugier. Du bist neugierig. Du bist gierig nach Neuem. Und lerne es dieser Gier, das ist ja eine recht gute Gier. In dem Fall ist es eine gute Gier. Lerne es dieser Gier nach Neuem zu sagen, okay, weißt du was, ich folge meinem Herz. Ich werde jetzt mal neugierig. Ich werde in die Richtung meiner eigenen Neugier gehen. Und du wirst sehen. Das wird dich vielleicht auch ein wenig Überwindung kosten, doch am Ende des Tages wirst du sehr, sehr viel glücklicher. Nicht nur glücklich, sondern erfüllt. Und dann passieren wunderbare Dinge. Wunderbare Dinge. Also, 5 Sachen, die du sofort umsetzen kannst. Sei im Moment präsent, sei dankbar, Freunde, verlass deine Komfortzone und lern es auf dein Herz zu hören. Lern es in Richtung deiner Neugier zu gehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da, denn damit hilfst du mir sehr und damit hilfst du anderen Leuten sehr, denn dann schlägt YouTube das Video anderen Leuten eher vor. Und seien wir ehrlich, lass uns doch lieber sowas in die deutschen YouTube-Trends bringen, als irgendwie, ja, der gehirntote Mist, der gerade da drin rumschwirrt. Und mich interessiert jetzt noch, was, da bin ich jetzt wirklich mal neugierig, was sind deine besten Tipps, um ein erfüllteres, glücklicheres, schöneres Leben zu führen? Schreib das mal in die Kommentare, da profitieren auch andere Leute sehr von. Und wenn du sagst, hey, das war cool, ich möchte gerne mehr darüber lernen, ich möchte mit Alex persönlich zusammenarbeiten, ich möchte wirklich diese Dinge konkret auf mein Leben anwenden, dann bewirb dich jetzt für ein One-on-One-Coaching mit mir. Das machst du, indem du einfach auf den ersten Link unten in der Beschreibung klickst. Dann kommst du auf eine externe Website, wo du ein kleines Formular hast, das im Endeffekt 20 Sekunden dauert zum Ausfüllen. Und dann schickst du das Formular ab und mein Assistent wird sich bei dir melden wegen eines Coaching-Termins, dass wir beiden einmal quatschen können und schauen können, inwiefern wir zusammenarbeiten, inwiefern ein Coaching für dich Sinn macht, in was wir in deinem Leben verbessern, optimieren können, was wir tun können, dass du deinen Zielen, im Endeffekt doppelt bis vierfach so schnell entgegenkommst. Und dann freue ich mich, dich da begrüßen zu dürfen und würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.